Das kann es doch alles nicht sein, ey. Ich wollte nicht E drücken. Ich habe E gedrückt, ne? Das ist mein Fehler, aber trotzdem, ich wollte einfach nicht E drücken. Mal gucken, wie ich gleich den. Der Petri ist zum Glück nicht so weit in der Luft. Ah nein! Der. Oh nein! Oh, die ganzen Notes sind weg. Oh nein. Oh, ich habe noch ein paar im Kopf, ne? Aber die ganze. Ah, oh, cool. Die ganze Zeit ist ja jetzt weg. Och, Mann. Ja, typical Arc einfach. Ey, so dumm. Ich hätte auch keinen Fallschirm dabei oder so. Ich habe es einfach komplett selbst. Hat es mich da zerrissen. Ja, mal gut, dass ich so viel AP habe. Naja, kommt immerhin direkt runter. Und wir sind Level 88, fast 89. Kann ich mit leben. Ey, das ist ja bitter. Oh, krass. Man sieht verletzt aus. Und damit dann so richtig willkommen zurück zu der Folge, ne? Oh nein! Das wäre es jetzt schon wieder fast gewesen. Also ich habe ein bisschen Schaden noch, weil ich letztes Mal dann natürlich noch versucht habe, Bilder aufzunehmen für Thumbnails. Damit das cool aussieht. Da oben läuft ein Theory. Was machen wir jetzt? Eigentlich ist der große Plan, dass wir uns mal einen Agi zähmen. Und eigentlich war auch der Plan, dass wir uns zum Beispiel eine Wasserflasche machen können. Mit Zement, da können wir mal gucken. Und ich habe auch einen Kommentar bekommen, wo ich die eine Explorer Note finden könnte, die mal 4, die am roten Obelisken ist. Die können wir uns auch holen. Und dann wäre eigentlich der Plan, uns einen Argentavis zu holen. Weil mit einem Argentavis könnten wir dann ordentlich Dinos zähmen, die wir brauchen. Dödi, Anki, Base bauen, Klimaanlagen. Zuchtgruppe erstellen und so weiter. Wir haben ja den Petri, habe ich eigentlich nur gezähmt, um schnell über die Map zu kommen. Und ja, das hat sich ja so, also und um zu leveln, und das hat sich ja so ein bisschen erledigt. Ich glaube, hier würden wir komplett durch Schneebiom einmal durchfliegen, wenn ich jetzt hier längs fliege. Korrekt. Dann können wir auch hier längs fliegen. Und dann schauen wir mal. Wir haben ja schon mal ein Fernglas und wir gucken jetzt, dass wir Biber rankriegen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, also so ein paar Spots kenne ich, wo hier Biber kreuchen und fleuchen. Was ist denn hier? Das könnte aussehen wie ein Spot, an dem man bauen könnte. Da ist doch ein Biber. Oder was? Ein Biber haben doch Biberbauten. Ein Biberbau. Der muss da hier irgendwie sein. Joa, der ist ja ganz dezent leise. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie riskieren, dass ich großartig sterbe, wenn ich das hier nicht überblicken kann. Aber es sieht hier alles sehr friedlich aus irgendwie gerade. Und es kann natürlich auch sein, wobei wir spielen schon ein bisschen, ne? Der Spielstand ist ja schon zumindest hier auf dem PC dann 1,5 Stunden lang. Dann dürften doch so der ein oder andere Biberbau dürfte doch auch schon hier sein, oder nicht? Warte mal. Ah, hier über uns. Guck mal, den blauen nehmen wir mit. Es geht jetzt auch Richtung Nacht, aber irgendwie sind hier nur friedliche Dinos. Und ein paar Biber. Dann warten wir kurz auf den Drop, mal gucken, was da drin ist. Die haben sich ja herausgestellt als sehr gut oder als sehr gut herausgestellt. So könnte man den Satz auch wenden und drehen. Ah, der ist sogar lila, ne? Oder was? Da ist doch ein Bau im. Ich guck gleich mal. Ich bin ja auch eigentlich fix genug, dass ich mich so ein Biber gar nicht kriegen kann. Hallo. Darf ich jetzt ran? Jetzt darf ich ran. Sehr gut. Ui, ja.
Alles coole Sachen, aber... Alter, 65 Metall auch. Ich befürchte, das kriegen wir nicht mit dem... Petri, wir nehmen mal die Barrikade mit raus. Ja, Schild vielleicht auch, um zu blocken so. Ich denke jetzt schon an den... An den Agi. Das ist kein Biberbau, das ist einfach nur ein hässlicher Ast, der hier im Wasser rumkreucht und fleucht. Hallo? Oh, Piranha. Ja, das haben wir kurz geklärt. Gut, dann gehen wir da nicht rein. Dann suchen wir erstmal weiter nach der Flasche. Und wir können dabei so fliegen, dass wir auch schon ein paar Agis abchecken können. Das wäre mir ganz wichtig. Und wenn wir die mal 4 Note kriegen, wäre auch richtig gut. Weil dann können wir immerhin noch ein bisschen leveln. Weil ich bin aktuell Level, ja gut, 88. Ich muss mal kurz gucken. Industrie, Zerkleinerer, Schmelze. Kriegen wir, achso, haben wir schon drauf. Ja, der Kocher, ne? Da fehlt uns halt ein Level für. Aber sonst haben wir auch, glaube ich, echt das Level erreicht, um alles zu machen. Also ein Level fehlt uns noch und jetzt sind wir kurz davor. Wenn man mal unten in der Ecke guckt. So, bei mir sieht es heute irgendwie also sehr dunkel aus. Kann aber auch am Licht liegen. Heute ist ein sehr sonniger Tag. Es ist Sonntag und die Sonne scheint. Ja, auch ungewöhnlich in den aktuellen Zeiten. Und bei euch sieht es aber gut aus. Auf dem Kontrollmonitor ist alles super. Deswegen schauen wir mal. Also, da ist der Blaue, der Rote sind irgendwo hier in der Nähe. Und ich gucke mal, dass wir so ein paar Agis vielleicht schon mal sichten. Da ist doch einer. Ich habe auch geschaut, wenn man mit normalem Fleisch das Ganze angehen wollen würde. Der ist doch voll verletzt, oder nicht? Dann bräuchten wir so eine halbe Stunde, um den komplett durchzuzähmen. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Da ist er. Level 5. Ja, nein. Ich muss echt aufpassen, ne? Vielleicht sollte ich auch noch einen Fallschirm craften. Muss ich gleich mal gucken. Wir fliegen mal auf den Berg hier rauf, gucken, dass da nichts Böses rumkreucht und fleucht. Und dann schaue ich mal, was wir dafür brauchen. Fasern und Leder irgendwie so. Das wäre schon mal ziemlich praktisch. Wenn wir das doch hätten. Ja, sieht ganz gut aus. So, Inventar. Weil ich natürlich immer, wenn ich auf W rübergehen will. Fallschirm, ja genau, wie ich gesagt habe. Können wir da schon welche von craften? Fragezeichen. Fragezeichen, Fallschirm. Ja. Cool. Was wiegt denn so einer? Das ist jetzt mal die nächste Frage, dass wir nicht zu heavy werden für ihn. Wir sind nämlich auch schon an der Belastungsgrenze eigentlich, ne, für ihn. 3. So, dann packe ich den mal. Das ist die, müsste die 4 sein. Und ich glaube, wir brauchen aktuell noch Stroh. Für ein... Ja, egal, wir machen das erstmal so. Noch kann er fliegen, noch wird uns nichts angezeigt, dass es irgendwie schon kritisch wird, dass er langsamer wird. Aber falls ich jetzt wieder irgendeinen Knopf drücken sollte, also immer wenn ich auf W raufklicken will, ich rübergehe mit der einen Hand, ich lasse meistens die Hand an der Maus und gehe dann mit der WASD-Hand quasi weiter, also mit der linken. Und dann passiert es doch manchmal, dass ich mich da verklicke, genau wie letztes Mal. Das ist halt echt ultra ärgerlich, weil wir hatten ja hier die Uhr laufen, keine Ahnung, wie viele Minuten das waren. Einige auf jeden Fall. Die Steam-Benachrichtigung soll ich vielleicht nochmal ausmachen. Die werden hier mit aufgenommen, aber ist auch nicht so tragisch. Aber wenn wir die mal 4 kriegen, dann sind wir eh durch. Dann haben wir eigentlich auch instant das Level. Ich glaube, dann müssen wir nicht mehr viel machen. Es ist sehr wenig los gerade irgendwie, ne? Das sah schon mal mehr aus. Ich sehe jetzt so gar keinen Dino. Die Frage ist auch, was ich mich gerade frage. Ich habe für Nvidia einen Treiber installiert und ich überlege gerade, ob der auch angefangen hat bei Ark rumzudoktern und Sachen umgestellt hat. Das gucke ich mal eben schnell. Nö, sieht nicht so aus. Das möchte ich nochmal versuchen jetzt hier eben, weil das kann ja auch nicht sein, dass wir hier den höchsten Punkt nicht gekriegt haben, weil die Achievements müssten eigentlich sehr, sehr identisch sein zu dem, was im letzten Arc ist, also gleich, ne? Das sind dieselben, quasi. Und eigentlich dauert das immer so ein bisschen, bis man den Erfolg hier kriegt. Ist auch egal, ist eh nur für Steam. Ich glaube, das müsste doch der höchste Punkt quasi sein. Die Frage ist jetzt halt, ob ich hier absteigen kann, ohne dass ich mich umbringe. Ja. Man muss ja irgendwie da stehen, aber keine Ahnung, es war immer schon beim ersten, also bei Ark, Survival Evolved war es immer schon so ein Ding.
Vielleicht ist es auch der hier. Nö. Dachte ich ja letztes Mal, ne, dass wir den freigeschaltet haben, weil dann ein anderes Achievement aufgeploppt ist. Aber was ist denn gerade los? Irgendwie, wir sehen ja gar nichts in der Luft gerade. Hier waren doch letztes Mal super viele Agis, oder nicht? Ja, man hört jetzt so Geheul, aber ich denke mal... Ist einfach nur ein Sound an sich. Da unten läuft was. Okay, aber wir sehen irgendwie gerade richtig wenig Kreaturen. Es sind auch ein paar Updates rausgekommen, ne? Seitdem, ich habe ungefähr ein bisschen weniger als eine Woche. Ey, was ist das? Wild männlicher Silber. Ey, du kannst es dir nicht ausdenken, ne? Ich verstehe das auch nicht. Weil Ark Survival Evolved hatte nicht so Probleme mit diesen ganzen Übersetzungsgeschichten. Und ich check's ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wie das sein kann. Weil das... Da hätte man das nicht übernehmen können. Einfach. Wie kommt denn das, dass der jetzt Silber heißt und nicht Argentavis? Ich check's nicht. Wir fliegen weiter zum Roten. Und kommen dann wieder mit der Mal 4 Note vielleicht. Weil ich muss ein paar Sachen abbauen. Ich muss dann Zähmgehege bauen und so. Dann machen wir das. Aber das... Warum heißt denn der Silber? Hier ist der Titano wieder, ne? Letztes Mal auch schon da gewesen. Da ist ein Tapejara. Bei den Agi nehmen wir auch wieder, also es hat alles schon mehr oder weniger Sinn und Zweck, was ich hier mache. Weil ich möchte mit dem Agi eben die Dinos dann catchen, ne? Dass wir einfach nur rumfliegen müssen. Dann gucken wir, wo ist ein Dödi, wo ist ein Anki. Dann nehmen wir uns den raus, den wir haben wollen. Das ist gut. Und das können wir eben mit einem Petri nicht machen, mit einem Tapejara halt auch nicht. Irgendwas ist doch da, irgendwas greift noch an. Ja. Raptoren. Wir landen einmal zwischen, damit die Ausdauer wieder hochgeht. So, jetzt hier sind wieder ein paar Kreaturen am Start. Aber ich bin irgendwie verwirrt, dass so wenig Flugdinos da sind aktuell. Weil wir haben ja auch... Zwei haben wir auf jeden Fall gesehen. Also wir haben auf jeden Fall auch zwei Quetz. Was ist denn die Mehrzahl von Quetz? Wir haben zwei Quetzes gesehen auf jeden Fall, ja. Also das ist ja auch immer so ein Ding gewesen, selbst auf dem PC, weil du dann die Dino-Rate hochschrauben musstest, damit die überhaupt spawnen können. Die sind sonst nicht gespawnt. Weil regulär war es irgendwie eingestellt auf unter 1, du musst aber 1 oder höher haben, damit du mehr Dinos spawnen kannst. Also es ist quasi so Dino-Dichte, ne? Bisschen wie bei GTA vielleicht, wenn man die Verkehrsdichte einstellt. Oder so. Okay, das klang ein bisschen zu weit oben bei mir gerade, aber ist okay. So, ich hätte vom roten Obi, hätte ich weiterfliegen müssen. Ach, geil, man sieht es ja auch. Ach, super. Die Breiten- und Längengrade werden jetzt auch mitgezählt unten. Die sind nicht mehr in der Karte dran, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich fliege erstmal hierhin. Und von hier aus orientieren wir uns dann. Denn die soll irgendwo bei 89,24 sein, angeblich mit großer Ruine. Mal gucken, ob ich das finde. Aber es ist ja gut, dass die Karte jetzt quasi mitrechnet. Und man, also man spart sich dann ein bisschen dadurch dieses GPS-Gerät, ne? Also nicht nur ein bisschen, man spart sich einfach legit damit dieses GPS-Gerät, was man vorher hatte. Das musste man dann bei Tutorials haben das immer Leute eingeblendet. Ah ja. Da spawnt der nächste Titano. Cool. Ich hätte gerne lieber mehr Agis als Titanos auf der Map. So, 89,24. Ja, das kann tatsächlich sein. Wir fliegen mal weiter. Nein, das ist doch nicht jetzt hier so weit rein, oder? Das kann ich ja kaum glauben. 24. Ich bin der Meinung, das war an der Küste. Hier ist Küste. Ich entferne mich auch gerade ein bisschen davon, vom... Wir sind jetzt auf der 4... Ist das hier? Nein, oder? Das wäre ja super nah dran an anderen Spots. Es war auf jeden Fall eine Klippe immer.
Das kann wirklich sein, auch dass das in der Verlängerung vom roten Orbit war. Also 8924. Große Ruine sehe ich jetzt noch nicht. Wir sind aber auch bei, ja, 85, 28. Bisschen was anderes. Wir gehen mal hier hin. Es muss ja ungefähr an einem ähnlichen Ort sein. Es kann wirklich sein, dass das hier irgendwo mit ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das immer, also offensichtlich, haben wir letztes Mal schon gesehen, immer ein bisschen durch den Tüdel bekommen habe, wo das genau ist. Und ich dann immer tendierte, also dazu tendierte Richtung. Das ist hier, glaube ich. Ja, Mann. Yep. Hier ist es. Das, so Leute. Das müsste eine Vierfache sein. Das ist das Ding nämlich. Guck mal, da kann man jetzt nämlich auch runtergehen. Cool. Vorher musste man da wirklich im Kriechgang quasi runter. Und dann ist man da raufgefallen. Sonst ist man nämlich rübergeschossen. Once your fall is complete, stay close to the sanctuaries. Within them, small pockets of life still flourish in an otherwise barren garden. Beyond their spheres of influence, you will find an endless sea of decay, ruled by shadows and death. The first of these sanctuaries is the Great City. Though it is no longer a metropolis, a jungle blooms in its place, and you may find a modicum of shelter within its crumbling walls. The others will be more familiar to you, if only for the towers you'll find at their center. Those are the source of their power. The obelisks. They are not quite the same as the ones you're familiar with. Not quite as advanced. But that's to be expected. They're an older model. Precursors. Or more aptly, prototypes. Ich habe immer die Schaden, immer noch nicht die Schadenscounter angemacht. Da habe ich nämlich auch einen Kommentar zu bekommen, dass die teilweise hier irgendwie sehr viel Schaden machen sollen, die Dinos. Muss ich nochmal machen. Vergesse ich immer. Wir haben auf jeden Fall die vierfache Note bekommen, ne? Ich habe gerade nochmal geguckt. Ist eine besondere Entdeckernotiz, die wir da bekommen haben. Droppen Kompis nicht eigentlich auch. Nee, die droppen normales Fleisch, okay. Wir machen mal folgendes. Ich würde jetzt gerne Level 89 erreichen. Deswegen schauen wir mal, was wir für Stein brauchen. Deswegen habe ich gerade die Stein, das Steinfundament geholt. Wir brauchen Stein. Strohholz. Und bauen jetzt einfach mal so ein paar Fundamente hier auf. Und zerstören die immer wieder und bauen die dann immer wieder auf. Das wäre so das gewesen, was ich mit den ersten Nodes auch gemacht hätte. Wenn ich sie am Anfang gefunden hätte. Und wir nicht schon direkt rübergefahren wären zur Pflanzenfressinsel. So, eigentlich kann ich mir die auch unten reinlegen, ne? Das Rezept quasi. Und wir konnten es auch tracken. Ja. Okay, ich kann es gerade einmal herstellen, nach, weil der Stein fehlt. Okay. Kann ich hier bitte aus dem Menü raus? Das ist geil, dass manchmal Escape einfach nicht funktioniert. Ist aber egal. Macht mir gar keine Sorgen, der kleine Dino da. Guck mal, jetzt haben wir schon durchs Abbauen einfach. Dann gehe ich mal rein. Ich habe auch gehört, Resistenz sollten wir höher skillen, weil damit, da haben viele Leute Probleme irgendwie mit. Ich bin mir noch unsicher. Ich gehe erstmal noch auf Gesundheit. Und notfalls hauen wir uns nochmal so eine Mindwipe Tonic rein. Dass, ja. Wir dann einfach nochmal neu leveln können. Das geht ja. Okay, es gibt schon noch gut Level, ne? Jetzt haben wir 89. Was kommt noch? Ich muss mal eben kurz gucken, was noch kommt, weil dann könnten wir die eben komplett durchleveln einmal. So, Level. Das ist. Sieht irgendwie nach Tuso aus, ne? Keine Ahnung. Irgendein Sattel, Giga vielleicht. Können wir googeln, ne? Googeln. Also ich kann oben eingeben und dann haben wir den. Giga, nee, ist 96 sogar. Krass. Und der Tuso ist 91.
Und Rex haben wir doch schon auf 74, jawohl. Ich bin auch gut am Frieren auf jeden Fall. Was haben wir denn hier, was da noch kommt? Plattformsattel auf jeden Fall. Das ist der Quetzer. Entschuldigen Sie, bitte gehen Sie weiter. Ich habe jetzt keinen Bock hier mit dir hier irgendwie Tango zu tanzen, Alter. Ich muss mal kurz die Foundations droppen. Wir fliegen einmal weg hier. Wir fliegen nicht weg, weil ich immer noch zu viel Gewicht habe. Wir fahren gleich an anderer Stelle nochmal neu. Irgendwie, wo ich mich ein bisschen sicherer fühle, wo nicht der Ding des Kehens die ganze Zeit ist. Hab tatsächlich seinen Namen vergessen. So, hier ist auch blöd, weil da irgendwelche Fliegeviecher sind, die mir mein Equipment wegnehmen wollen. Titano. So, jetzt habe ich es wieder. Dann fahren wir hier eben schnell zusammen. Mal gucken, was wir an Leveln jetzt rauskriegen können. Ja, weißer Drop. Wir können. Ist immer noch getrackt, ne? Was war das? Ich kann ja ein bisschen was tragen, das ist ja das Gute. Und dann craften wir ein bisschen und zerhacken das. Und ich kann mir doch auch wirklich jetzt mal eben einmal schnell das hier unten reinziehen für den Zeitraum. Und einfach craften nebenbei und dann farmen. Und dann sollte ich mir das auch nochmal unten reinziehen, was ich gebaut habe. Damit ich das platzieren kann. Und dann mache ich das kaputt. Und dann kriegen wir nämlich Equipment wieder. Und können weitermachen. Das ist doch, sind doch ein Stein zum Abbauen, wollte ich gerade sagen, ey. So. Weiter geht's. Ich kann schon wieder einmal craften. Was fehlt denn am ehesten? Es fehlt am ehesten Stein hier bei uns gerade, ne? Stein und Stroh. Damit kommen wir nicht so hinterher. Das ist doch mal ein ergiebiger Stein hier vor uns. Sehr gut. So, ein bisschen Stroh noch raushauen. Nächsten Stein aktivieren. Einmal setzen. Einmal kaputt machen. Einmal installieren, wollte ich gerade sagen. Warum auch immer. Einmal wieder herstellen. Platzieren. Kaputt machen. Herstellen. Ich habe auch Hunger. Das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe das schon runtergestellt. Ist trotzdem immer noch hart nervig. Ist aber okay. So, Stein wieder. Das ist wirklich eine gute Funktion, dass man das tracken kann. Weil man einfach weiß, was man braucht. Und das permanent. So, können wir noch einen zweiten machen. Hacken wir den auch nochmal weg. Einen dritten. Haben wir hier noch irgendwo Stein, den wir gut wegnehmen können? Das Geile wäre halt natürlich gewesen, wenn ich die Node letztes Mal schon gefunden hätte, ne? Weil dann ja jede andere Node, die wir gesammelt hätten, diese mal 2er, wäre auch immer mal 4 genommen worden, solange wir die mal 4er Node natürlich gehabt hätten. Also ich hätte das auch irgendwie ineinander bauen können, ne? Das ging auch früher sonst. Dann wäre es instant kaputt gewesen. Wir hätten die Materialien direkt wieder bekommen. Alles easy, ist nochmal ein bisschen schneller. So. Ich habe jetzt gerade den Fallschirm geaktiviert, ne? Ja, geil. Einfach ein Genius. Das wollte ich nicht. So, nochmal. Nochmal. Stein. Ich kann mich ja auch erstmal komplett jetzt voll farmen, oder? Ich habe halt immer Angst, dass hier irgendein Dino ist, der uns gleich übel wegklatschen wird. So, wieder ein sehr ergiebiger Stein. 240 wäre irgendwie gut. Da zieht ein Stein aus, den man abbauen kann. Konnte man auch kurz. Okay. Gehen wir hier weiter. Wir haben jetzt noch 90 Sekunden. Und ich dachte, dass wir dann vielleicht die letzte Zeit komplett zum Craft nutzen. Jetzt müssen wir mal gucken.
Ich crafte einfach schon mal. Da müsste nämlich ein bisschen was an Material weggehen. Genau, und dann holen wir uns jetzt hier nochmal Stroh aus. Perfekt. Guck mal, haben wir schon 5 wieder. Bauen das hier hin. Es geht nicht ineinander, ne? Das ist ein bisschen nervig. Das wird nochmal ein bisschen schneller gehen. Also es ist auch nervig gewesen, wenn man früher einfach seine Fundamente weggebaut hat und dann das Gefarmte irgendwie zumindest zur Hälfte zerstört hat. So, wieder bauen. Ach, 3 Stück sind in einer Schleife. Können wir schon mal hier hinsetzen. Muss man gar nicht warten. Sondern kann dann ja direkt wieder in die nächste Produktion gehen. Vielleicht reicht der nochmal für einen. Und wenn wir jetzt schnell sind, direkt auf die 6. Ach nee, ist egal. Solange er das fertig craftet in der Zeit. Jawohl, hat er. Können wir hinsetzen, können wir kaputt machen. Ist auch egal, wir müssen das Zeug eh wieder wegschmeißen. So, Not ist aufgebraucht. Bin ich da mit dem Petrian? Nein, ich bin da nicht mit dem Petrian. Das heißt, er wäre auch schlau gewesen, ne? Mit ihm nochmal rein. So, Geschwindigkeit bin ich zufrieden. Gewicht 350 ist okay. Ja, wir gehen, bis wir die 300 haben. Jetzt kommt der hier rüber, Alter. Dachte schon gerade, wer kommt? Nu! So, einmal runterscrollen. Bis wohin sind wir gekommen? 91. Ja, immerhin. Die anderen Level kriegen wir so nebenbei irgendwie. Wir gehen ja noch in Höhen und so. Ich kann nicht fliegen. So, Metall raus. Er ist Yelp. Warum ist er Yelp? Was haben wir noch dabei? Was haben wir denn noch? Stroh? Das weg. Aber jetzt mal ehrlich. Habe ich noch irgendwas anderes dabei? Nein. So, jetzt geht's wieder. Ich werde nochmal versuchen, dass wir nochmal einen Fallschirm herstellen können. Weil ich den gerade wie ein Pro aufgebraucht habe. Stroh. Stroh und Faser. Das ist genug Stroh. Fasern weiß ich nicht, wie viel wir da brauchen. Müsste vielleicht auch schon reichen. Jo, einmal herstellen, das klicken wir wieder weg, dass wir das nicht mehr tracken. Und dann müsste der Fallschirm jetzt auch direkt unten drin sein, in der Leiste, ne? Das können wir mal entfernen hier. Kann ich das mal bitte entfernen? Ja, danke. Ah, nee, ich habe den doch nicht aufgebraucht. Ja, egal, dann haben wir jetzt 2. Dann passt es auch. Die Nacht ist rum. Ich dachte, die Nacht wäre schon rum gewesen, das erste Mal, als der Ton kam irgendwie. Aber dann war das vielleicht einfach nur die Ankündigung für etwas. So, Plan ist Argentavis. Das sieht hier auch cool aus. Nee, warte mal. Plan ist eigentlich Biberdamm. Ein Glas. Weil ich bin ja auch immer nur am Hungern. Aber es liegt halt an der... Ich hätte vielleicht doch... Ich bin auch ein Idiot. Mir wird es gesagt, dass das sinnvoll sein kann, darauf nochmal mehr zu leveln auf die Resistenz. Ja, und was ist? Jetzt habe ich die ganze Zeit Hunger. Und mir geht auch gleich das Essen aus. Und deswegen habe ich da wahrscheinlich die ganzen Probleme mit, ne? Weil immer heiß, kalt, heiß, kalt. Also aktuell ist es ja... gut, es ist schon heiß. Ich dachte, es wäre nur warm. 30 Grad. Um 5.31 Uhr ist aber auch schon eine Ansage. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier vorne am Übergang zum Sumpf Biber chillen. Und da eigentlich immer Dämme bauen und wir da uns eigentlich mal bedienen könnten, was Zement angeht. Müssen wir ein bisschen schnell sein. Zement wiegt auch, glaube ich, nicht so viel. Das heißt, wir dürften da auch noch gut wegkommen. Und weil jedoch auch irgendwie ein Spino unterwegs war mit, werde ich mich mal jetzt hier auch platzieren kurz. Warten, bis die Ausdauer wieder voll ist. Und dann fliegen wir darüber.
Und dann hoffen wir mal, dass die Frames sich jetzt gleich fangen. Wenn ich in den Himmel gucke, 90 Frames. Hier werden es dann so 30 oder 25. Geil. Also. Hier sind doch sonst normalerweise Biber mit am Start. Es kann natürlich auch sein, dass sich irgendeine Mechanik geändert hat und dass es jetzt nicht mehr von Biberdämmen Zement gibt. Aber ich bin immer der Meinung, dass sie ja welche bauen. Und dass das immer so einen Moment dauert, bis, also bis sie die bauen, ne? Im Spiel quasi. Das heißt, das Safe Game muss immer ein bisschen laufen, bis sie die gebaut haben. Wasser ist aber auch bisher nicht unser Problem gewesen, wenn man ehrlich ist. Dann habe ich noch einen anderen Spot, wo möglicherweise welche sein könnten. Ich hoffe, der Petri hält es aus von der Ausdauer. Dass wir eben nicht im Sumpf landen müssen. Fliegen auch mal. Ja, einen Redwood vorbei. Strecke sind wir schon geflogen, ne? Wir fliegen wieder zum alten Base-Spot. Denn da sind eigentlich auch Biber. Ich glaube, weiß nicht, ob da ein Spino mit drin war. Es sieht auch schon wieder alles so anders aus. Aber da vorne müsste es schon sein. Es sieht auch gut aus von der Ausdauer. Genau, hier ist es schon. Und da sind eigentlich auch Biber unten im Wasser drin. Und eigentlich da gibt es auch dann die Spots der Biber. Wäre ja irgendwie schon cool, wenn man hier an Tag 3 mal den ein oder anderen Biberdamm schon mal finden würde. Da beult sich eine Schlange oder was? Okay. Ja, ich bin mir nicht sicher, was die Schlangen da unten machen, ehrlich gesagt. Ob das alles so richtig ist, was da passiert. Man weiß es nicht. Jedenfalls, hier vorne unten, also hier, müssten auch Biber sein. Irgendwas Gefährliches? Nope. Dann können wir einmal zwischenlanden. Da unten wird es dann eher kritischer, würde ich sagen. Wir könnten natürlich auch gucken, ob wir im Schneebiom was finden. Da ist der Titano. An Argis meine ich, nicht an Bibern. Was ist denn da unten? Warum blinkt das da im Wasser so auf? So, die 9 ist das Fernrohr. Oha, das war wieder so ein klassischer E-Moment. Komplett daneben gegriffen. Also hier sind normalerweise Biberdämme. Da ist auch ein Biber unten. Da sind sogar zwei Biber. Aber irgendwie. Das war kein Biber, das war ein Fiomia, aber da vorne ist ein Biber drin gewesen. Aber so richtig was sehe ich nicht. Es kann halt wirklich sein, dass die noch keine gebaut haben. Also es ist ja eh so ein Ding, ne? Wir sind ja auch sehr gut getarnt übrigens. Das ist ja eh so ein Ding immer mit denen, dass die einfach spawnen, ne? Also ich glaube nicht, dass die Biber da aktiv irgendwie was bauen oder so. Die spawnen eigentlich, kriegen wir das irgendwie aufgelöst mit R. Funktioniert sehr gut. Bisschen nervig auch. Dann gucken wir jetzt, dass wir irgendwie ein Agi ausfindig machen und dann anfangen, ja, zu farmen für ein paar Tore. Und den da einsperren. Wir haben ja auch, oh, das ist nämlich die nächste Frage, ne? Wir haben ja 38 Betäubungspfeile mit einer Armbrust, müssten schon reichen.